Peace YouTube und willkommen zu einem weiteren Rewards Video hier auf meinem Channel. Gestern habt ihr schon meine Rewards auf meinem RTG Account gesehen. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt es ab. Es waren mit meine besten Elite 1 Rewards bisher in FIFA 20. Und heute haben wir weitere Rewards, unter anderem Top 100, Elite 1, normale Elite Rewards und auch das garantierte Baby Icon Pack aus den Icon Swaps Aufgaben habe ich freigespielt und auch geöffnet. Was ich da gezogen habe, werdet ihr ebenfalls in diesem Video hier sehen. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit den Highlights und lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch gefällt. Schreibt in die Kommentare, was ihr aus euren Rewards bekommen habt. Habt ihr Lionel Messi gezogen? Habt ihr Lewandowski gezogen? Nein, Gulan und so weiter und so fort. Lasst es mich wissen. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch. Glocke aktivieren, denn morgen kommt schon das nächste Video und das solltet ihr auch nicht verpassen, denn da geht es um die besten Weekend League Teams. Ich bin raus. Viel Spaß mit den Highlights. Peace. Okay, Leute, wir sind hier auf dem Account von Ammo. Was geht? Nix, bisschen müde noch, aber in der Hoffnung, dass der Messi kommt, ne? Holen wir erstmal Division Rivals Rewards ab. Boah, ich weiß da gar nicht, welches soll ich nehmen? Du kannst aussuchen. Rang 1? Rang 1, ne? Ja. Nimm mal Trade, komm, bei dem. Komm, tradable. Kann man Trade nehmen. Tradable, Road to the Final Karten gibt's auch noch. Und dann Weekend League Rewards. Was hast du geholt? 28-2? Ne, 27, ich hab nicht weiter gespielt. Ich bin die Niederlage bekommen und dann macht das keinen Sinn, bis 20 zu spielen. Jo. Okay, komm. So. Wen willst du haben? Messi? Ach, man darf über Messi gar nicht reden, dann kommt er auch, aber ich spreche schon mit Nainggolan und Alex Telles. Okay, spielen, ne? Let's go. Fängt gut an, ne? Kappa. Wen willst du? Wen sollen wir nehmen? Mit, eigentlich schon diesen Kryptsoff, oder? Der sieht ja echt super aus. Mitte oder links? Mitte oder links? Mach links. Komm, Alter. Ricardo Pereira ist schon mal nicht so. Ach, was schlecht. Ist das, Mann? Ey! Wir nehmen Ricardo Pereira, komm. Zähl mal bis 3. Jetzt ist 25, so. Oh! Oh mein Gott, Lewandowski, Alter! 91er! Das ist crazy, aber das ist halt Lewandowski, ne? Das ist voll Junge, zeig dich dankbar, Alter! Das ist ein 91er Lewandowski, Mann! Genau davor hatte ich Angst, Mann! Ach! Ach, Mann, er hat ey, Angst, Lewandowski zu ziehen. Freunde, ja, geht in den undankbaren Menschen. Kein spielbaren Spieler. Ja, gezogen. Lewandowski kannst du auf dem ZM einwechseln. Ja, ja, der, kannst, der ist super auf der 6, wenn du den. Kannst du optimal trainieren für VBL, Junge, mit Lewandowski? Was willst du eigentlich? Die Verteidigung absinken machst, oder? Ja. Hammer, super, Junge, 91er Lewandowski. Let's go. Erstes 100k Pack. Da komm, ein Walkout hier. Oh, sieht gut aus. Ne. Aber Inform, glaube ich. Jo. Barella. 83er. Und Visca. Barca. Zweites 100k-Pack. Mit Nase. Damit was Krasses kommt. Mit Nase. Was Gutes jetzt. Komm, Mann. Komm, Alter. Klopf auf Holz. Oh. Schade. Bitte was? Einfach kein 83 Plus Spieler in dem Pack. Eigentlich komplettes Discard Pack. Komm, 125k Pack, da ist safe was drin, Ammo. Wir müssen dran glauben, wir müssen Trick machen. Promo Packs, FIFA Points. Man muss so tun, als würde man jetzt FIFA Points kaufen wollen. Und dann direkt Pack öffnen, zack. Ey, schon wieder kein Walkout, Mann. Ey, schon wieder Company. Nice, Inform. Immerhin 10k. Brand noch dahinter, nie Glück. Nice. Da hatte ich noch nie Glück, ne, dass da irgendwas dahinter ist. Noch nie. Komm, die Inform-Sets, die werden geben. Einmal Shop verlassen. Packlack refreshen. 10 mal bis 3 Ammo. 3, 2, 1. Ich habe gesagt bis 3 und du hast bei 3 angefangen, also musst du mir direkt aufmachen. Oh.
Haaland ist aber ein Talent in Real Life. Bist du noch da? So, komm. Wenigstens Walkout jetzt. Belgien-Flagge, immerhin oder so. Das war's komplett. Amo, dankeschön für deine Packs. Da haben wir die 30k-Packs wieder. Der gute Amo ist natürlich sprachlos. Bei den Inform-Sets wäre ich das auch. Und wir machen weiter mit den nächsten Packs, Freunde. So, nächster Account. Dankeschön an Selim, der wieder am Start ist und seine Elite Rewards hier zur Verfügung stellt. 3 Player Picks. Wir wollen natürlich nicht Messi sehen. Selim, hört mich. Leg los. Er fängt mit der goldenen Mitte an. Es lädt lange. Immer ein gutes Zeichen. Wisst ihr noch FIFA 17, wenn es lange geladen hat? Alex T. ist direkt mal als Player Pick. Da kennt er auch nichts. Den nimmt er direkt mit. So muss das sein. FIFA 17, wenn es lange geladen hat, wusste man direkt Walkout. Zweiter Pick. Okay. Van de Beek. Wegen Rating wichtig für SPCs. Letzter Pick. Komm, so ein Nainggolan wäre noch nice. Nein. Ricardo Pereira. Paye, Alter. Und Orsic. Uff. Ich würde den nehmen, glaube ich. Als Super Sub. Überlegt er lange und dann nimmt er den auch. Orsic, okay, Alex Thiers ist am Start, Orsic, ja. Ah, wegen Thiers ist okay. Da habe ich schon deutlich schlechteres gesehen. Packs sind auch noch am Schlüssel. 100k-Pack, 2 Megapacks, 125k-Pack, let's go. Erstes Megapack, komm. Gönn Walkout, EA. Schade. Schade. Zweites Megapack. Oh. Ach. Vincent Company. So, 225 Capex. Damit fängt er an, weil die sind untradable. Come on, das wird ein Walkout. Safe. Ja, ist sogar in vom Walkout. Van de Beek. Mann, warum kommt da nicht eine belgische Flagge oder sowas? Hernandez noch dahinter. Aber ist eh alles untradable. Aber wenn man so ein 125k-Pack bekommen würde, tradable, würde man sagen, ist okay. Besser als der Durchschnitt. Nochmal Philippe Anderson. Eieieiei. Zum zweiten Mal discarden wir hier Philippe Anderson. 100, komm, gib hier mal was Dickes, EA. Komm, EA, Kanada, Vancouver. Gib mal einen dicken Walkout. Das sieht nicht schlecht aus. Oh, nichts gesagt. Bunga. Alter, was ein 100k-Pack. Walkout-Zeichen. Traue mich schon gar nicht hinzugucken, ne? Walkout-Zeichen ist da wichtig. Portugal, Ricardo Pereira. Das ist 84er, ne? Da kann auch gar nichts mehr hinter sein. Ist der was wert? 50k immerhin. Ist zumindest kein komplettes Discard-3er-Pack, aber naja, auch hier haben wir nicht das Erhoffte gesehen. Vielen, vielen Dank an Selim hier zur Verfügung stellen der Packs und ja, wir machen weiter mit den nächsten Packs. Dann rufen wir die Food Champions Rewards einmal ab. 30-0, welcher Platz? Top 50? Yes! Leute, ein roter Player-Pick mehr für Nils. 43. Platz in der Top 100. Leute, 5 rote Player Picks, 100, ein 11er Inform Set und 300k Picks. Und wir fangen einfach hier mit dem zweiten Pick an. Come on! Bruh. Ich nehme einfach Foster, ne? Alles andere macht ja keinen Sinn. Das fängt das. Aber. Wenn es schlecht anfängt, wird es besser. Wir machen einfach ohne System. Lewandowski, 91er. Ich meine, es ist jetzt nicht einer, den man unbedingt spielen kann. Ist aber krass, weil es der zweitbeste und high-rated ist. Wir nehmen Lever, ne? Aber ich denke, alles andere macht keinen Sinn. Wir nehmen Lewandowski. Krass.
einfach Lewandowski am Start. Komm, gib mir noch Messi. Wir wollen jetzt mal High-End-Player-Picks sehen. Orsic. Wir nehmen Orsic, ne? Macht diese Karte, vor allem, Freunde, guckt euch die nochmal an. 4 Sterne Weak Foot, hoch, hoch. 1,79. Kranke Ingame-Stats, 93 Antritt, 95 Sprintgeschwindigkeit, 85 Abschluss, 92 Schutzkraft. Aber dann noch 98 Beweglichkeit, 95 Balance. Digga, was ist das für eine 82er Karte, ne? Krass. Das ist ehrlich krass. Komm, Messi. Digga, Digga. Ja, ich nehm Paillet. So. Und im letzten Pick, komm. Hast du irgendeinen Wunsch? Nainggolan oder sowas? Mein Nainggolan ist ja eh immer nice. Aber wir wollen natürlich Messi eigentlich. Bruh. Stellt euch mal vor, Lewandowski wäre nicht da, ne? Was sind das für Picks für 30-0 EA? Please. Please. Womit hat er das verdient? Nicht Matthäus oder Robertson. Ja, das ist zu krass. Wir gehen rein. Wir haben noch 300k Packs und das ultimative Team of the Week Pack. Wir fangen einfach mit der goldenen Mitte an. Auf trocken. Komm. Ja, gib ihm doch was. Gib ihm jetzt hier einen Walkout, einen dicken. Goyer. Ghana Goyer. Naja, Messi im Info-Pack ist auch in Ordnung. Jo, klar. Natürlich. Komm, Walkout. Champions League Walkout. James Rodriguez. Also nur 85er, oder nicht? Ach, der hat eine Scream-Karte, ne? Der hat nicht so eine Road to the Final-Karte. Dahinter noch irgendwas? Sag dir, 30-0 Rewards. Ich habe so viele bisher schon gesehen, die waren alle ziemlich belastend, ne? Guck dir das an, nur... Mann! Warum nicht mal Rechtsverteidiger? Wenigstens Cancelo oder so. Kommt hier so ein 85er Ronny Lopez. Anthony Lopez einfach. Wir müssen nochmal... Hört auf, Auge zu machen, ne? Hört auf, Auge zu machen. Der gute Nils hat dir extra die Packs zur Verfügung gestellt. Hat sich mit einem, muss man einfach so sagen, das Team ist nicht allzu heftig. Es ist natürlich nice, auch stark. Hat er 30-0 geholt, Top 100 auf der PS4. Und jetzt muss er hier belohnt werden. Auf geht's. Komm, Kraft. Könnt ihr den ganzen Laden auseinandernehmen gerade? Ganzen Laden hier könnt ihr auseinandernehmen, ne? Sowas macht mich krank aggressiv. Aber krank aggressiv macht mich das. Der Junge holt 30-0, ey! Der holt 30-0, um aus dem 11er Informset Forster zu bekommen. Wenn jetzt nicht mal Orsic ist, Orsic muss doch safe dahinter sein. Ey, Digga, Mann. Ach, hör doch auf. Ich packe alles im Verein. Nils, vielen, vielen Dank. Weiß ich zu schätzen, dass du mir deine Packs zur Verfügung gestellt hast. Altin Top, was geht ab mit dir? Mit der Begrüßung zu dir. Kommt jetzt. Nainggolan, nice. Nainggolan wollte ich haben. Nainggolan nehme ich mit. Diggi, dafür, das bedeutet, ich werde Roberto Firmino fürs Erste verkaufen
und Nainggolan von Anfang an spielen. Ich weiß nicht, ob Nainggolan besser sein wird als Firmino, aber wenn man Nainggolan so zieht, spiele ich den als erstes Mal. Das ist ganz klar, den werden wir diese Weekend League testen. Nice. Nainggolan, top Anfang. Ich bin jetzt schon zufrieden. Ich bin jetzt echt schon zufrieden mit Nainggolan. Top. Wir gehen einfach von links nach rechts durch, Freunde. Von links nach rechts. Nainggolan ist top. Top, Junge. Top. So, zweiter Pick. Come on. Nicht mal Orsic. Also das ist komplett Crap, ne? Das ist hier komplett Crap. Wir nehmen einfach, um das System zu outplayen, den schlechtesten. Bam, letzter Pick. Und wir kriegen... Nicht mal diesen Dings, Alter, Orsic, ne? Schade. Wir haben gut outplayed, das System. Ist auch kackegal, was wir hier nehmen. Ich bin zufrieden, dass Nainggolan gekommen ist. Mega zufrieden, ne? Ich bin mega zufrieden mit Nainggolan. Come on! Erstes 100k Pack! Komm, Walkout. Schade. Rote Picks nur Müll. Schade, Simo. Das ist halt... Die Rewards sind halt Crap, ne? Komm, Walkout. Auf geht's. Auf geht's. Frankreich! Sturm! Oh, warum nicht PSG, Mann? Warum nicht PSG? Come on! Einmal! Gib doch einmal PSG. Overmars, ich denke schon, dass er spielbar ist. Auch 5 Sterne Weak Foot und so. Das ist nicht so verkehrt. Ziemlich flink. Ich denke schon, dass er auf jeden Fall spielbar ist, ne? Oh, Semedo war da noch, ne? Walkout back-to-back, sagt Simo. Okay, gucken wir mal. Wäre stabil, aber ich glaube eher nicht. Ne, schade. Also 125k Pack habe ich irgendwie nie Walkouts. Mandzukic, Alter. Insigne und Mertens spielbar, yes. Hab zweimal bis jetzt Mbappé, das ist krass. Zweimal Mbappé einfach. Das ist ehrlich krass. Wäre krass, Lefty, stell mal vor. Komplett outplayed dann, komplett. So, erstes Dreier Informset, das sieht nicht mal nach einem Walkout aus. Kappa. Das ist das Zeichen, was nach deinem Satz gefehlt hat, Lefty. Und nicht dieser Smiley da. Das Kappa-Zeichen hat gefehlt. So, zweites Dreier-Inform-Set. Komm, bitte wenigstens das Walkout-Zeichen. Wenigstens mal so kurz für einen Moment Hoffnung, weißt du? Das war's komplett, Freunde. Das war's einfach wieder mal komplett. Nochmal Kappa. Was ist das? Dafür kommt gleich im Icon-Pack Okocha Baby, Dicker. Du beschwörst es auch noch herauf, ne? Nein! Zack! Komm! Das ist Torwart, ne? Yashin. Freunde, Yashin ist auf meiner Liste, wo ich sage, den will ich haben. Kappa. Aber ich würde den, ich lasse den sogar spielen, ne? Den lasse ich spielen. Ich lasse Yashin spielen. Das ist einer, den ich spielen lassen kann. Yashin war richtig, richtig krass beim Foot Champions Cup. Ich sag mal so, ich nehme lieber Yashin als einen Littmanen, als einen Puyol, als einen, was ihr hier alles reingeschrieben habt. All die Spieler, die ihr reingeschrieben habt, ne, davor, dann nehme ich lieber Yashin, ehrlich. Das Ding ist, dass Ronaldinho wahrscheinlich zum Qualifier hin das Team wieder verlassen wird. Deswegen muss er nicht frisch sein. So, wir kriegen hier nochmal einen 86er Pick, Freunde. Pjanic, Rufier und Hummels. Das sind die drei, die wir kriegen. Zack.
Habe ich mal so enorm verschätzt, ne? Es sind eigentlich sogar geile Karten, ne? Also Dybala, was heißt geile Karten? Vom Rating her sind die nice. Wir nehmen safe Dybala mit. Für den Styleballer nehmen wir natürlich Dybala mit. Krass. Gut, der hilft mir jetzt nicht weiter, ne? Aber wenn ich den zum Beispiel auf meinem RTG-Account ziehen würde, boah, wäre ich mega happy.